We thank you, Heavenly Father, for your mercy endureth forever. Wir danken dir, himmlischer Vater, weil deine Gnade ewig währt. And thank you that you are faithfully interceding for your people. Und wir danken dir, dass du treu für dein Volk einstehst. And you're standing up for your people. Du stehst ein für dein Volk. And when it is necessary, you would allow them to go through some difficult situation to develop their character. Wenn es notwendig ist, würdest du es zulassen, dass sie durch schwierige Situationen gehen, damit ihr Charakter entwickelt wird. Now teach us again today. Speak to our hearts. Bitte lehre uns heute wiederum und sprich zu unserem Herzen. We ask this in Jesus' name. Und wir bitten dies in Jesu Namen. Amen. Amen. Good morning, everyone. Guten Morgen. Morgen. I was working on a case right now. Husband and wife. Ich habe jetzt gerade an einem Fall von einem Ehepaar gearbeitet. And one has rashes and the other one has some situation with the digestion. Die eine Person hat Probleme mit Ausschlägen und die andere Person hat Probleme mit der Verdauung. And although the situation may look simple and easy, auch wenn die Situation sehr leicht und einfach scheint, yet if you look at it very carefully, wenn man da genau hinschaut, when a rash develops in the body, wenn sich ein Ausschlag bildet auf dem Körper, it is not only one cause. Dann ist es oft nicht nur eine Ursache. Is that true, Dr. Galassi? Stimmt das? Yeah. When rashes develops in the body, it's not only one cause. There are several causes. Wenn sich Ausschläge bilden auf dem Körper oder auf der Haut, dann gibt es oft nicht nur eine Ursache, sondern mehrere. And it could be something simple, like simple such as, it could be parasite. Das kann etwas sehr Einfaches sein, wie zum Beispiel Parasiten. It could be bacteria oder Bakterien. Or it could be fungus. Es könnte auch Pilze sein. External. Äußerliche. But it could also be internal. Es kann auch innerlich sein. It could be a malfunction of the liver. Es könnte auch eine Fehlfunktion der Leber sein. And it goes on and on and on and on. Und das alles kann man immer so weiterführen. So we can't just say, okay, that's easy. With this, we'll do. But deswegen können wir auch nicht sagen, ach, das ist einfach, nur das und das. But we turn out that it is more serious than what we think. Und oft geht es dann so, dass wir merken, dass es doch etwas ernsthafter ist, als wir denken. And usually people want quick fix. Und oft wollen die Menschen eine schnelle Besserung. Do it quickly. Mach es schnell. Oh, really? It is as if helping people to restore their health is like fixing cars. Ach, wirklich? Es scheint so, als wäre das Reparieren einer Person gleichzusetzen mit dem Reparieren eines Autos. Well, it's easier to work with cars. Something doesn't work, you replace it. Ja, es ist einfacher, an einem Auto zu arbeiten. Wenn da etwas nicht funktioniert, ersetzt man es einfach. Ja. Yeah. But it's not like us. If you have a problem with your nose, you don't just cut up the nose and replace it with another nose. Aber bei den Menschen ist es nicht so. Wenn etwas mit der Nase nicht stimmt, dann ist es nicht so, dass wir sie abschneiden und sie durch eine neue Nase ersetzen. It doesn't work like that. So funktioniert das nicht. So there, I was working on this, on the protocol, thinking about the different possibilities of what could have caused the situation. Und so habe ich an den Protokollen gearbeitet und über die Möglichkeiten nachgedacht, was diese Krankheitsbilder verursacht haben könnte. And many
In many cases, people who would do the protocol, they got better if they're strictly following it. Und in vielen Fällen ging es den Menschen besser, wenn sie streng dem Protokoll gefolgt sind. That is in the context of health. Das ist jetzt im Zusammenhang der Gesundheit. Problems that may look simple, it's not that simple. Probleme, die einfach zu sein scheinen, sind es aber nicht. But it doesn't mean there's no solution. Heißt aber nicht, dass es keine Lösung dafür gäbe. Even if it is serious. Selbst wenn es sehr ernst ist. No. And another thing that we have, that we often have to deal with here is not so much the problem on the physical, but with psychology. Und das, womit wir hier oft zu tun haben, ist nicht das Körperliche, sondern das Psychologische. Ja, yeah. And I had encountered several situations like that. Ich bin mehreren solcher Situationen schon begegnet. More than 50. Mehr als 50. Busy working on the body, but this somehow it's not improving. So beschäftigt am Körper gearbeitet und er verbessert sich nicht. And it turned out it has something to do with the psyche. Und dann ist herausgekommen, dass es etwas mit der Psyche zu tun hatte. Because the mind, what if it is in a negative way, it can really does harm to the physical. Wenn nämlich der Verstand negativ ausgerichtet ist, kann dem Körper Schaden zufügen. Especially now that scientists have found the close connection between the brain and the digestion. Vor allem jetzt, wo Wissenschaftler die enge Verbindungsarbeit herausgefunden haben zwischen dem Gehirn und der Verdauung. These two are inseparable. Diese beiden Dinge sind untrennbar miteinander verbunden. In fact, scientists have given a name, a new name for the stomach. They call it the second brain. Wissenschaftler haben dem sogar einen neuen Namen gegeben. Sie nennen jetzt die Verdauung sozusagen das zweite Gehirn. Ja. Yeah. Did you know that? Wusstet ihr das? Yeah. So the stomach is called the second brain because it has almost about the same amount of neuron as it is in the first brain. Weil im Magen so viele Neuronen vorhanden sind wie im Gehirn. And there are more serotonin and dopamine produced in the stomach or in the digestion than in the brain. Und es wird sogar mehr Serotonin und Dopamin im Magen und im Verdauungssystem hergestellt als im Gehirn. That's the latest finding. Das sind die neuesten Erkenntnisse. It is really complicated. Es ist wirklich sehr kompliziert. Yeah, I tried helping someone with depression long time ago. Ich habe vor langer Zeit versucht, jemandem mit Depressionen zu helfen. Before I fully understood the relationship between the brain and the stomach. Bevor ich die Verbindung zwischen Gehirn und Magen verstanden hatte. I was always wondering, what is causing, why aren't they improving? Und ich habe mich immer gefragt, warum wird ihre Situation nicht besser? Yeah, they would improve, let's say, 5%, 10%, at the most 30%. Sie haben sich vielleicht um 5% oder um 10% verbessert, das meiste vielleicht um 30%. But they would always go back to the antidepressant medication. Aber sie sind immer zu dem Antidepressiva zurückgekehrt. But once I understood the relationship between the head and the bowel. Und sobald ich die Verbindung verstanden habe, die zwischen Gehirn und Bauch besteht, at least I'm experiencing 50% of improvement. Da erfahre ich eine mindestens 50%ige Verbesserung. Well, they're able to reduce their medication. Sie sind in der Lage, ihre Medikamente zu reduzieren. And they are able to function somewhat almost normal without medication or with less medication. Und sie funktionieren dann fast normal mit wenig oder ohne Medikamente. And one pastor who came here, who was suffering from depression and compulsive
behavior. You know, once he washes his hand, he would wash, stand there to wash his hand for at least 2 hours, if no one tells him to get off. Es kam einmal ein Prediger hierher, der hatte Depressionen und diesen eine Krankheit, wo er ständig einmal seine Hände gewaschen hat, wo er mal alles sauber haben wollte. Wenn er gerade gewaschen hat, dann hat er seine Hände nochmal gewaschen, fast 2 Stunden, nur damit sie sauber sind. Ja, and he would be standing there and he would be pacing back and forth for sometimes up to many, many hours. Und manchmal würde er an einer Stelle stehen und dann von immer wieder vor und zurück gehen und das für Stunden. Ja. And he came here. Und dieser Mann kam hierher. And I told my wife, I said, man, how can we help this? Und ich sagte zu meiner Frau, oh Mann, wie können wir diesem Mann nur helfen? So, but thankfully, that was the time when I was already doing my research between relationship between the first brain and the second brain. Dankbarerweise war es zu der Zeit gewesen, wo ich bereits die Verbindung zwischen dem ersten und zweiten Gehirn erforschte. Now he's living normal. Er lebt jetzt normal. Yeah, and he's now working in the as a male nurse. Und er arbeitet als Krankenpfleger. Yeah, he goes to church and teaching. He is now able to teach Sabbath school again. Und er geht auch zur Gemeinde und hält die Sabbatschulstunden. Whenever he comes to visit me, I said, okay, Pastor, could you please do the sermon? Und wann immer er uns auch besuchen kommt, dann bitte ich ihn, Prediger, magst du auch die Predigt halten heute? He said, sure, I'll do it. Und er sagt, sicher, ich mach das. But when he first got here, no. Aber als er das erste Mal hierher kam, he'll be seated there alone and da würde er dort alleine sitzen, yeah, vor sich hinstarren. Twirling his fingers and ein Däumchen drehen. For hours. Und das für Stunden. He would not drink, he would not eat until someone gives it to him. Er würde nichts trinken, nichts essen, außer wenn ihm jemand was gegeben hat. Yeah. He got divorced and he has 2 children. The wife just left him. Die Frau hatte ihn verlassen, er war geschieden und hatte 2 Kinder. Yeah, and that's how it started. Und so fing dann das alles an. Yeah, now he's normal. Und jetzt lebt er normal. And that's grace. Und das ist Gnade. He's still following the protocol. Er befolgt immer noch das Protokoll. Yeah. So there is not easy doing this work, but it is needed. Es ist nicht einfach, dieses Werk zu tun, aber es ist notwendig. And we may not solve all problems. Und wir mögen vielleicht auch nicht alle Probleme lösen können. Fully, but at least there's some improvements. Nicht vollständig, aber es gibt immer auch Verbesserungen. But what am I telling you this, these stories? Aber warum erzähle ich euch diese Geschichten? This is to give you hope that it is important for us to know that that there is hope. Es ist wichtig für uns zu wissen, dass es Hoffnung gibt. And we have a God that is constantly and faithfully guiding his people to improve their lives. Wir haben einen Gott, der beständig und treu sein Volk leitet, damit sie ihr Leben verbessern können. And many times when you are in the process of changing your lifestyle, und wenn man im Prozess ist, den Lebensstil zu verändern, it is so challenging. Dann kann das herausfordernd sein. Because the one of the main reasons why we become sick is because of the bad habit we have. Eine der Hauptgründe, warum wir krank werden, das liegt an unseren schlechten Gewohnheiten, die wir haben. In fact, most of the disease that has befallen man is due to bad habits. Die meisten Krankheiten, die Menschen befallen, sind tatsächlich auf schlechte Gewohnheiten zurückzuführen. The bad habits
What does that mean? Bad habits that makes you sick. What does that mean? Eine schlechte Gewohnheit, die dich krank macht. Was heißt das? The 8 laws of health are actually the 8 foundation of habits. These are 8 habits. Die 8 Gesundheitsgesetze basieren eigentlich auf 8 Gewohnheiten. And if we break, let's say, the habit of healthy eating. Und wenn wir jetzt die Gewohnheit des gesunden Essens brechen, it will produce a result. Dann bringt es ein Ergebnis hervor. Then we have the habit of exercising. Dann haben wir die Gewohnheit der Bewegung. If we break that one, und wenn wir dieses Gesetz brechen, there will be a result. Auch da ist eine Folge. If we break the habit of water drinking, wenn wir die Gewohnheit des Wassertrinkens brechen, correct water drinking, des richtigen Wassertrinkens, correct amount, correct method, die richtige Menge und die richtige Methode des Wassertrinkens, correct type of water, und auch das richtige Wasser, if we violate this, there will be result, bad result. Wenn wir diese Dinge nicht beachten, zeigen sich ebenfalls schlechte Folgen. And it can continues to through all of the 8 the rest of the 8 laws. If we break all of these habits, und das kann man sick. Das kann man auf alle anderen 8 Prinzipien genauso anwenden. Wenn wir sie brechen, werden wir krank. Right. And my job is to educate people about this, about the result of violations of the laws of health. Und mein Job ist es, die Menschen darin zu unterrichten und zu lehren, was es heißt oder was passiert, wenn diese Gesundheitsprinzipien gebrochen werden. And how to reverse it by doing that good habits. Und wie man diese wieder gut machen kann, durch das Ausüben guter Gewohnheiten. And that is also true with spiritual problems. Und das trifft auch auf geistliche Probleme zu. It's also a habit. Auch das ist eine Gewohnheit. In the area of metaphysical, which is also known as spiritual. In dem Bereich des Geistlichen, dem Übernatürlichen. This also is based on principles. Auch das basiert auf Prinzipien. And one of the principle one of the principle of habit that we need to establish is ein Prinzip der Gewohnheit, welche wir gründen müssen, ist the habit of obeying God's word. Die Gewohnheit, dem Wort Gottes zu gehorchen. That is a habit that is constantly under attack. Das ist eine Gewohnheit, die unter ständigen Angriffen steht. We learned yesterday or yesterday evening about Elijah and King Ahab. Wir haben gestern etwas gelernt über Elia und König Ahab. 1 Kings chapter 1 chapter 17. In 1. Könige Kapitel 17. Elijah has established the habit of obeying God's word. Elia hat die Gewohnheit gefestigt und gegründet, Gottes Wort zu gehorchen. The other habit that has to be developed for us to have a healthy spirituality is the habit of praying. Eine weitere Gewohnheit, damit wir ein geistliches, gesundes Leben führen können, ist die Gewohnheit des Betens. Another habit that we need to develop is the habit of reading and studying God's word. Eine weitere Gewohnheit, die wir entwickeln müssen, ist Gottes Wort zu studieren und zu lesen. And the fourth habit that's needed to keep our health a healthy spirituality is the habit of meditation. Meditation and prayer could be very close, but they are not the same. Und das vierte Prinzip ist die vierte Gewohnheit ist die Gewohnheit des Meditierens, um eine gesunde geistliche Geistlichkeit zu erhalten. Und man kann Gebet und das Meditieren
fast auf die gleiche Ebene stellen. What do I mean, meditation? Was meine ich mit Meditation? Crossing your leg and humming some tune? Meine ich die Knie verschränken und dann vor dich hinsummen? No. Nein. Is it about emptying your mind? Geht es da um das Leeren der Gedanken? No. Nein. It is about reflecting on certain promises, certain command in the Word of God. Es geht hier um das Reflektieren von bestimmten Verheißungen und Gesetzen aus dem Wort Gottes. It is about reflecting on God's guidance in your life. Wir sollten über Gottes Führung in unserem Leben nachdenken und darüber reflektieren. It is about thinking or processing thoughts in your mind on how to improve yourself in connection to certain promise or promises in the Word of God. Es geht hier um das Verarbeiten bestimmter Gedanken in Bezug auf Verheißungen, die im Wort Gottes stehen. Those are some examples of what it means to meditate. Das sind ein paar Beispiele davon, was es heißt, zu meditieren. And it does not mean that you need to be inactive to do it. Und es heißt nicht, dass ihr dabei inaktiv bleiben solltet. You can be walking. Man kann dabei laufen. You can be working. Man kann auch dabei arbeiten. You can meditate. Und dabei meditieren. You can just be standing and observing the beauty of a scenery in nature. Man kann auch einfach da stehen und die wunderschöne Szene in der Natur betrachten. You pause for some minutes, maybe even to an hour. Man hält für ein paar Minuten inne oder vielleicht auch für eine Stunde. Thinking. Denkend. It's not emptying the mind. The mind is busy. Es geht nicht darum, den Verstand zu entleeren. Der Verstand sollte beschäftigt sein. Yeah. That's how you meditate. So meditiert man. Memorizing Bible verses, it's also a form of meditation. Auch Bibeltexte auswendig zu lernen, ist auch eine Form der Meditation. I know of Roger Monod. Ich erinnere mich an Roger Monod. Roger Monod. Has written many books. Er hat sehr viele Bücher geschrieben. About prayer. Übers Gebet. And he relate several experiences he had had while driving from one side of Canada to the other side of Canada. Und er bezieht sich hier auf einige Erfahrungen, die er hatte, als er von der einen Seite Kanadas zur anderen gefahren ist. And sometimes it takes him hours or even days to drive. Und manchmal brauchte er Stunden, vielleicht auch Tage für diese Reise. And he said that while driving, und er sagte, während ich gefahren bin, he would memorize Bible verses. Hat er Bibeltexte auswendig gelernt. And he had memorized many Bible verses. Und er hat sehr, sehr viele Bibelverse dabei auswendig lernen können. That's another form of meditation. Das ist eine weitere Form der Meditation. Yes. Now, and those are the habits we need to practice in order to keep a healthy spirituality. Und das sind Gewohnheiten, die wir lernen müssen auszuüben, damit wir eine gesunde Geistlichkeit behalten. Now, Elijah has developed all of these habits. Elia hat all diese Gewohnheiten entwickelt. And what is most obvious in this story, as we read chapter 17, und was am offensichtlichsten ist in dieser Geschichte, wenn wir Kapitel 17 lesen, is that he acted quickly on whatever God says. Dass er schnell handelt auf das, was Gottes Wort ihm sagt. After he has presented to the king the message of God that there would be no rain for 3.5 years. Als er die Botschaft dem König überbracht hatte, dass es für 3.5 Jahre keinen Regen geben wird. Because
It is God's judgment against the against this this king's wickedness. Weil es Gottes Gericht ist über die Boshaftigkeit des Königs. And his disobedience towards God's command. Und weil der König ungehorsam war gegenüber den Gesetzen Gottes. Especially in this area of him marrying the daughter of a pagan king. Vor allem als es um die Eheschließung ging mit der Tochter eines heidnischen Königs. Uniting church and state. Wo Kirche und Staat vereint wurden. Forming the false theocratic government. Und wo sie eine falsche theokratische Regierung gegründet haben. This was the and as a result, we have this famine, or rather not famine, but drought. Da haben wir als Ergebnis nun die Dürre. Elijah presented this, and quickly he obeyed what God said when he was told to go to hide himself at River Kerit. Da hat Elia die Botschaft Ahab überbracht, dem König überbracht, und hat sofort auf Gottes Wort gehört und ist zum Bach Krit geflohen. And there he waited for the next instruction. Und dort hat er auf weitere Anweisungen gewartet. Obeying, obedience to God's word. Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes is the smartest thing we can do in our lives. Ist das Klügste, was wir in unserem Leben tun können. It's a good habit to develop. Das ist eine gute Gewohnheit, die man entwickeln sollte. And obeying has a deep meaning to it. Und Gehorsam hat eine tiefgehende Bedeutung in sich selbst. It's superficially it may seem simple. Oberflächlich gesehen scheint es einfach. And yes, it is true. It seems simple. God says it, you do it. Und ja, es scheint wirklich einfach. Gott sagt es und wir tun es. But ask yourself, why is it that you disobey sometimes? Aber dann fragt euch mal selber, warum gibt es Zeiten, wo ihr ungehorsam seid? We all have done it. Disobeying God. Wir alle haben das schon getan. Wir haben Gott nicht gehorcht. Why? Warum? So it seems like obeying is not that simple then. Scheint also, als wäre das Gehorchen doch nicht so einfach. When we obey God's word, wenn wir Gottes Wort gehorchen, that speaks about the level of our submission to God. Dann spricht es über unser Level der Ergebenheit gegenüber Gott. Which is also a habit. Welches auch eine Gewohnheit ist. The submission produces obedience. Denn Unterwerfung bringt Gehorsam hervor. So, as we submit to God, that is an indication to another level of experience in our lives. Das heißt, wenn wir uns Gott unterwerfen, ist es ein weiterer Level und ein weiteres Anzeichen dafür, welche Erfahrungen wir im Leben mit Gott machen. That speaks about the level of our connection, intimate connection with God. Es sagt uns, auf welcher Ebene wir sind in Bezug auf einer intimen Beziehung zu Gott. Right. The more intimate we are with God, je enger unsere Verbindung zu Gott ist, the easier the submission level is. Dann ist auch die Unterwerfung viel einfacher. And the more the more solid is the obedient experience. Und so solider ist auch die Erfahrung des Gehorchens. So is interconnection there. Also wir sehen hier Verbindungen
untereinander, unter diesen Themen. Elijah has a deep meaning. It talks about the quality of his relationship, his intimate relationship with God. Und die Geschichte Elia hat eine tiefe Bedeutung. Es spricht hier über die enge und tiefe Verbindung zwischen Elia und Gott. El, the word, this name Elijah comes from two Hebrew words. El, which is a short for Elohim. Wir haben das Elia besteht aus zwei hebräischen Wörtern. Das erste ist El, welches heißt is a short for Elohim. Eine Abkürzung des Wortes Elohim. And Yah is a, which is a short for Yahweh. Und Yah, in welches eine Abkürzung von Yahweh ist. So this together Elijah, Elijah means God is my master. Yahim, Yahweh is master, Lord. Das heißt, El für Elohim, Yah, Elia ist für Yahweh bzw. Meister. Sein Name bedeutet also, der Herr ist mein Meister. Right. And that is, it, to have that, to carry that name is not a joke. Und diesen Namen zu tragen, das ist kein Witz. Because it tells you who you are. Denn es sagt dir, wer du bist. Elijah means God is my master. Elia bedeutet, der Herr ist mein Meister. And for someone who carries that name, und für jemanden, der diesen Namen trägt, it has to reflect in his life of this well-developed habit of always putting God the first, the last and the best. Da sollte im Leben reflektiert werden, die Gewohnheit, dass man Gott in allem an die erste Stelle stellt. And this is what the experience that all of you, all of us needs to have. Und das ist die Erfahrung, die jeder von uns hier haben muss. That we are indeed considering that we are the servant of the Most High. Dass wir in Betracht ziehen, dass wir durchaus Diener des Allerhöchsten sind. We are his ambassador. Wir sind seine Botschafter. That's what it means. Das heißt das. And so God said in verse 2, chapter 7, verse 2, the word of the Lord came unto him, saying, get thee hence, turn thee eastward, hide thyself by the brook Cherith, that is before Jordan. Es heißt in 1. Könige 17 und dort die Verse 2 und 3, und das Wort des Herrn erging an ihn folgendermaßen, geh fort von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Kid, der östlich vom Jordan fließt. Remember, last night I've done a summary of what would happen in Elijah's life. Gestern Abend haben wir eine Zusammenfassung darüber gemacht, was in Elias Leben passiert ist. That ultimately he would go to Carmel. Dass er am Ende dann zum Berg Karmel gehen würde. Carmel is a showdown experience between the true God and the false God. Und am Berg Karmel würde es dann zum Schauspiel kommen zwischen dem wahren Gott und dem falschen Gott Baal. But to be more specific, aber um noch spezifischer zu sein, it's not only about true God or false God. Es geht nicht nur um den wahren oder den falschen Gott. It's about two types of government. Sondern es geht hier um zwei verschiedenartige Regierungen. True theocracy represented by God and a false theocracy represented by Ahab and Jezebel. Die wahre Theokratie präsentiert von Gott und die falsche Theokratie präsentiert von Ahab und Isabel. And the chief god for the false theocracy, which is practicing the Baal religion. Und der Hauptanführer der falschen Theokratie, welcher der Baal Anführer ist, is the worship of the sun. Und das ist das Anbeten der Sonne. That's a chief god of Baal worship.
Und das ist sozusagen der Hauptpunkt bei der Baalsanbetung. And false theocracies always connecting themselves to sun worship. Und die falsche Theokratie lässt sich immer mit der Anbetung der Sonne verbinden. That began with Nimrod. Es hat mit Nimrod angefangen. All the way to Babylon. Bis hin nach Babylon. Medo-Persia. Medo-Persien. Greek. Griechenland. Pagan Rome. Heidnische Rom. And presently Papal Rome. Und in der Gegenwart des päpstlichen. All of these are false theocracies and the exaltation or the veneration of sun worship, of the sun god. Da liegt die falsche Theokratie vor und die Anbetung oder Verherrlichung der Sonnenanbetung. False theocracy under Ahab and Jezebel. Die falsche Theokratie unter Ahab und Isabel. And that's going to be a very serious showdown. Und das wird ein sehr ernsthaftes Schauspiel werden. Now, Elijah is to represent the true theocracy. Und Elia vertritt hier sozusagen die wahre Theokratie. But before he could stand for God at Mount Carmel. Bevor er aber für Gott einstehen konnte auf dem Berg Karmel, he needs to be educated through series of experiences. Musste er sozusagen ausgebildet und erzogen werden durch eine Serie von Experimenten, Erfahrungen. First he had been developing his habits of obedience and prayerfulness. Zuerst hat er die Gewohnheiten des Gebets und des prayerfulness and the habit of obedience. Des Gehorsams gelernt. And of which we have said earlier is based on the level of our submission towards God. Und wir haben vorhin gelernt, dass diese abhängig sind von dem Level unserer Unterwerfung zu Gott. Because there will be no obedience if there is no submission to His will. Denn es gibt kein Gehorsam, wenn man sich seinem Willen nicht vorher unterwirft. And there will be no high quality submission if there is no intimate connection with God. Und es gibt keine hochqualitative Unterwerfung, wenn man vorher nicht eine enge Verbindung zu Gott hat. Let me illustrate this close connection or friendship with God. Ich möchte diese enge Freundschaft mit Gott einmal illustrieren. You have heard of George Miller. Ihr habt von George Miller gehört. If you haven't, oh man, you only need to type his name on the internet and you see George Miller. Wenn ihr ihn noch nicht gehört habt, dann einfach im Internet eingeben George Miller und ihr werdet sofort finden. He's a faithful man of God that existed in the 1800. Er war ein treuer Mann, der im 18. Jahrhundert gelebt hat. And he had established several orphanages in the UK. Er hat mehrere Waisenhäuser in Großbritannien aufgebaut. Only by the power of prayer. Und das durch die Macht des Gebets allein. Yeah, and he feeds all of his orphans only by through the power of prayer. Er hat alle Waisenkinder nur durch die Macht des Gebets ernähren können. He never begged a person on earth. Er musste niemals eine Person auf dieser Erde um Hilfe anbetteln. He literally only prays. Er hat buchstäblich nur gebetet. One day they ran out of food. Eines Tages hatten sie kein Essen mehr. And there are several hundreds of orphans. Und da waren mehrere hunderte Waisenkinder. Hungry. Sie waren hungrig. And the helpers came to George, "Sir, we have no food." Und die Helfer, die dort mitgearbeitet haben, kamen zu George und sagten, "Wir haben kein Essen mehr." And George said, "Set the table." Und George sagte zu ihnen, "Bereitet den Tisch trotzdem food, vor." Food will arrive. Das Essen wird kommen. So he prayed in his room, in his office. Und so hat in seinem Büro dann gebetet. While they were praying, while he was praying, und während betete, there was a loud clang outside of their door, outside of the building.
Da gab es außerhalb des Gebäudes ein lautes Geräusch. They ran to the door. Und sie rannten zur Tür. What was going on there? Was war da passiert? Oh, the big wagon loaded with milk. Da war ein großer Wagen gewesen mit and Milch, butter. Milch und Butter beladen. Yeah, the wheel of the wagon somehow came off right in front of the building. Und das eine, der eine Reifen des Wagens ist einfach so vom Wagen abgefallen, als der vor dem Gebäude war. And so the person said, oh, I cannot use this now, if this milk will spoil and everything else will spoil. Und der Mann sagt, oh, ich kann den Wagen nicht mehr benutzen, alles verdirbt jetzt, die ganze Milch, die ganze Butter. Can you make use of this? Könnt ihr das irgendwie gebrauchen? Of course! Ja, natürlich! And they unloaded the wagon and bring them into the orphanage. Und so haben sie den ganzen Wagen abgeladen und ins Waisenhaus gebracht. And while they were uploading, removing these things, unloading it. Und als sie es dann, was heißt das? Entladen? Und als sie den Wagen dann entladen haben, the baker across the road came running. Kam der Bäcker über die Straße gerannt. He has some bread ready. Er hatte fertiges Brot in der Hand. He said, all night I could not sleep. Und der sagte, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. The voice kept on coming to me. Die Stimme kam immer wieder zu mir. Bake bread for Müller's children. Die mir sagte, backe Brot für Müllers Kinder. And so I did not sleep all night. I was baking and baking and baking and baking. Und so habe ich die Nacht nicht geschlafen, sondern ich habe gebacken und gebacken und gebacken und gebacken. Yeah, here's some and please come and help me and take some more from my bakery. Hier ist das Brot und kommt mir helfen, noch mehr Brot von der Bäckerei zu holen. Yeah, and all this while George Müller is still in his office praying. Und in der ganzen Zeit sitzt George Müller immer noch im Büro und betet. He's still on his knees. Er ist immer noch auf den Knien. And when the table and the bread was all set. Und als dann der Tisch vorbereitet war mit Brot. The helper came to his office. Da kamen die Helfer zu seinem Büro. And caught him just rising up from his knees. Und sahen, wie er gerade aufstand von den Knien. And he said, Sir. Und sie sagten, Sir. We have bread and we have milk. Wir haben Brot und wir haben Milch. And George says, I know. Und George sagte, ich weiß. As if it's so normal. Als ob das so normal gewesen wäre. But that's what it is. Aber darum geht das. This is what it means to be intimate with God. Das heißt es, intim zu sein mit Gott. And that illustrates how it must have been with Elijah. Und das illustriert, wie es auch mit Elia gewesen sein muss. The friendship with God. Diese Freundschaft mit Gott. And so God said, go to Kerit. Und so sagte Gott zu ihm, geh nach Bachkrit. And there he experienced the more opportunities to pray and to strengthen his connection with God at Kerit. Und dort erfuhr er noch mehr Möglichkeiten zu beten und die Beziehung zu Gott zu vertiefen am Bach Krit. But that word Kerit has another special meaning. Aber der Name Krit hat noch eine weitere spezielle In Bedeutung. In Hebrew, Kerit means to cut off. Im Hebräischen heißt Krit nämlich etwas abschneiden. And so, I was thinking about this. Und so habe ich darüber nachgedacht. That is a code to cut off. God sending us to a place called cut off is a code. Wenn Gott uns an einen Ort sendet, wo wir etwas abschneiden müssen, dann ist das wie ein Code. It is a place where that carries the meaning of what God is doing, how God is working in our lives. Dieser Ort trägt sozusagen die Bedeutung dessen, was Gott in unserem Leben bewirkt und was er damit macht. Each of us here, we grew up, we came into existence in this world and had lived years of our lives.
Jeder von uns ist in diese Welt geboren worden und hat viele Jahre des Lebens gelebt. Developing many bad habits. Und wir haben dabei schlechte Gewohnheiten entwickelt. I have developed many bad habits. Ich habe viele schlechte Gewohnheiten entwickelt. And many of these bad habits is not helpful for our success in our lives. Und viele dieser schlechten Gewohnheiten sind nicht hilfreich für den Erfolg in unserem Leben. Maybe it is in the area of how we eat. Vielleicht how we are eating. Ist es in dem Bereich, wie wir essen. In the area of temperance, that is. Also im Bereich der Mäßigkeit. We are intemperate. Wir sind unmäßig. I don't know about you, but that's true with me. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber auf mich trifft das zu. And I to fight it. Und ich will dagegen ankämpfen. Yeah, but that's not the right word. Aber das ist nicht das richtige Verb. To correct the bad habit of intemperance is not to fight it. Um eine schlechte Gewohnheit zu korrigieren, da muss man nicht kämpfen. We can fight until the cows come home and it's home and it's still not successful. Wir können so lange dagegen ankämpfen, bis die Kühe nach Hause kommen und es dunkel wird, aber wir werden niemals erfolgreich sein. But the solution to this is to cut it out. Die Lösung dazu ist nämlich, diese Gewohnheit abzuschneiden. To cut this bad tendency towards intemperance out from our lives. Diese Neigung, diese schlechte Neigung zur Unmäßigkeit muss aus unserem Leben weggeschnitten werden. Oh, how? How does that really happen? Und wie geschieht das? To have it cut out, to any form of bad habits in our lives, to have it cut out. Wenn wir sagen, jede schlechte Gewohnheit in unserem Leben muss weggeschnitten werden. God has to place us in a certain situation. Dann muss Gott uns in eine bestimmte Situation setzen und bringen. Where we would not be able to indulge our intemperance. Wo wir nicht die Möglichkeit haben, uns in diese Unmäßigkeit hineinzubegeben. Well, while Elijah was at Kerit, als Elia am Bach Krit war, he cannot do his own cooking, he cannot do his own shopping. Konnte er nicht selber kochen oder einkaufen. He has to wait for the birds to come and drop those foods. Er musste auf die Raben warten, dass sie ihm Nahrung brachten. No birds bringing food, no eat. Wenn die Vögel nichts bringen an Essen, dann gibt's nichts zu essen. So if we are Elijah at that point, wenn wir Elia wären an diesem Punkt, and we have developed this bad habit of intemperance in our lives, und wir haben diese schlechte Gewohnheit der Unmäßigkeit in unserem Leben entwickelt, this is one of God's method to cut that intemperance out from our lives. Dann ist es eine Sache Gottes, wie er uns hilft, diese Gewohnheit aus unserem Leben wegzuschneiden. Because, as I've shared with you earlier, there is a close connection between the first brain in the head and the second brain in our digestive organs. Denn wie ich gesagt habe, gibt es eine sehr enge Verbindung zwischen unserem ersten Gehirn und dem zweiten Gehirn in unseren Verdauungsorganen. An intemperate life can truly produce many anomalies in our health. Und eine Unmäßigkeit in unserem Lebensstil verursacht viele Anormalitäten in unserem Leben, in unserer right. Gesundheit. Right. It will manifest itself in different ways. Es manifestiert sich auf verschiedene Weisen. It really burdens our liver. Es belastet unsere Leber. Ja. Yeah. There was a young 20-year-old lady, university student who came here with very bad pimples, acne. Es kam hier eine junge Frau, 20 Jahre her, eine Studentin an der Universität, und sie hatte große Pickel gehabt. Ja, yeah. All over the face. Übers ganze Gesicht verteilt. She became very depressed because of it. Und sie war deswegen sehr deprimiert. So she stayed with us for 2 weeks. Und so blieb sie hier für 2 Wochen. And we helped correct her lifestyle. Und wir halfen ihr, den Lebensstil zu korrigieren. Now several times I saw her pictures on
on Facebook just recently. Und vor kurzem sah ich wieder Bilder von ihr auf Facebook. And I noticed the face is all clean now. Und ich bemerkte, dass das Gesicht völlig sauber jetzt ist. And that the clean was already becoming better when she was here. Und selbst als sie hier war, konnte man schon die Verbesserung sehen. And my wife received messages from her ever once in a while. Als meine Frau immer wieder mal Nachrichten von ihr bekam, she was updating my wife her progresses. Da hat sie meiner Frau immer wieder den auf den neuesten Stand gebracht über die Fortschritte. And she always ends her short message, thank you for what you have done in my life. Und jede Nachricht endete mit den Worten, vielen, vielen Dank für das, was ihr in meinem Leben getan habt. But while she was here, she had to go through the carrot experience, cutting off all of these bad habits of intemperance. Aber als sie hier war, musste sie durch die Bakrit-Erfahrung gehen, indem sie alle schlechten Gewohnheiten und Neigungen weggeschnitten werden musste. Eating between meals. Zwischenmahlzeiten. Chocolates. Schokolade. Bonbons. Yeah. Lot of sweet things. Viele Süßigkeiten. This has to be cut off from Das musste alles aus ihrem Leben weggeschnitten werden. Yes. Well, fighting the bad habit will happen eternally if it is not cut out from our lives. Wir würden ewig gegen schlechte Gewohnheiten ankämpfen, wenn sie nicht weggeschnitten werden aus unserem Because Leben. Because they will never die. Weil sie sterben nie ab. God has to be involved in our lives. Und Gott muss involviert sein dazu in unserem Leben. Carrot is a code of an environment of a circumstances of God's making. Und dieser Bakrit ist ein anderes Wort für Umstände, die Gott in unserem Leben schaffen muss. Elijah did not make carrot. God provided it. Elia hat Krit nicht selber hergestellt, sondern Gott hat ihn damit versorgt. So any type of improvement you and I will go through in our lives is a result of God creating circumstances that would help us cut out all of these bad habits. Jede Verbesserung in unserem Leben ist also is a result of God creating the circumstances ist das Ergebnis, dass Gott Umstände schafft, to help us cut out these bad habits from us, um diese schlechten Gewohnheiten aus unserem Leben wegzuschneiden. What would be the result then? Und was ist dann die Folge? Our health will improve. Die Gesundheit verbessert sich. We will have a better character. Und wir haben einen besseren Charakter. That's great. Lasst uns beten. Lord Jesus. Herr Jesus. Thank you for speaking to our hearts. Danke, dass du zu unserem Herzen sprichst. Thank you for creating carried experiences or circumstances in our lives. Danke, dass du Bakrit-Erfahrungen und Umstände uns in unserem Leben schaffst. Helping us to cut out bad habits from our lives. Was uns hilft, die schlechten Gewohnheiten aus unserem Leben wegzuschneiden. We confess that yes, we have been developing these bad habits for years. Und wir gestehen ein, ja, wir haben schlechte Gewohnheiten über Jahre entwickelt. It could be in the area of intemperance. Es kann im Bereich der Unmäßigkeit sein. It could be in the area of doubts. Oder im Bereich des Zweifels. It could be in the areas of lusts. Es kann im Bereich der Lust sein. Could be in the area of selfishness. Oder im Bereich der Selbstsucht. It could be in the area of hot-tempered or uncontrolled temper. Es kann im Bereich unkontrollierten Temperaments sein. Could be in the areas of covetousness. Oder im Bereich der Gier. And the list goes on and on. Und die Liste geht immer weiter. And we know that if these bad habits, these bad tendencies are not cut out from our lives, und wir wissen, dass wenn diese schlechten Gewohnheiten und Neigungen nicht aus unserem Leben weggeschnitten werden, first we will not become a better person.
dann werden wir erstens nicht zu einer besseren Person. Second, we will not be able to endure hardships in the future. Und zweitens werden wir nicht in der Lage sein, Schwierigkeiten in der Zukunft durchzustehen. And we can dishonor you. Und wir können dich verunehren. And that is scary to us. Und das fürchten wir. We ask that you fulfill your good plan in our lives by helping us to go through carrot experience. Und wir bitten, dass du hilfst, unser Leben zu verbessern, indem wir durch Bakrit-Erfahrungen gehen. Continue to teach us, I pray. Und ich bitte, lehre uns weiterhin. In Jesus' name. In Jesu Namen. Thank you for the food that has been prepared and make it as our medicine. Danke für das vorbereitete Essen und lass es uns zur Medizin sein. Amen. 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 Amen.